So, hallo, wir machen weiter. Bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind auf dem Weg zur großen Arche. Und sind hier mit Tulin unterwegs. Haben das letzte Mal hier so ein Alpha-Block-Konstrukt noch mitgenommen. Und jetzt müssen wir hier aber wieder den Weg nach oben finden. Aber ich glaube, ja, wir haben den Weg gefunden. Ja, Infos zum Let's Play, wer mich nicht kennen sollte, in der Beschreibung. Es ist blind, es ist ungeschnitten. Also man kann alles erleben, was ich auch erlebe. Ohne Cut irgendwas. So. Okay. Genau, wir haben da oben das letzte Mal schon gesprengt. Ich verstehe nicht gar. Bruder. What the heck? Ich wollte gerade sagen, ich verstehe nicht ganz, wofür die Blöcke hier sind. Dann bricht hier einfach der Boden weg. Okay, das ist passiert. Ja, da unten war das Alpha-Konstrukt. Das heißt, wir können jetzt einfach nach oben und durch. Ich denke, wir haben alles Wichtige gesehen. Hui. Ja, und da will ich rüber. Aber vorher. Gucken wir, was hier unten ist. Ach so. Das ist noch besser zum Rüberfliegen. Ja, gut. Ist jetzt natürlich blöd, für sowas den Bogen zu nutzen, aber was soll's. Truhe! Holzpfeil. Ja gut. Holzpfeil geopfert, Holzpfeil bekommen. Ich schätze, das ist ein guter Deal. Okay. Ich schätze, hier ist nur Loot und wir müssen nach oben. Ja, ich schätze, wir müssen nach oben. Ab dafür. Ah, es hat ja gut funktioniert. Okay. Den Bogen so ausrüsten, okay. Nice. Okay, jetzt sind wir hier oben drauf. Aber wohin geht's jetzt weiter? Darüber. Muss ich darüber? Hätte ich hier überhaupt hingemusst? Oder war das hier nur optional für die Truhe da unten? Aber die Truhe waren nur 10 Pfeile. Ich bin verwirrt. Ich glaube, ich muss darüber. Ich bin bereit! Aber das reicht niemals. Nee. Ah, dann war das nur optional, oder was? Okay. Oder man muss die Viecher erledigen. Dass hier mehrere von denen sind. Das kann ja sein, dass da drüben jetzt auch nochmal welche sind. Ja, wir machen mal hier auch kaputt. Ah, hier rüber, okay. Oh, jetzt geht's von Boot zu Boot, okay. Jetzt geht's von Boot zu Boot.
Alles klar. Und hier drüben. Okay. Mehr Fischis, ganz viele Fischis. Da sage ich nicht nein. Ah, hier könnte ich jetzt sogar kochen. Ah, jetzt kommen hier ganz viele von denen. Aber wir nähern uns so langsam. Aber die Betonung liegt noch auf langsam. Okay, darüber. Tolin? Hallo. Ich mach das schon längst. Ja, mach mal. Scheiße. Nice. Sehr schön. Wunderbar. Da haben wir auch wieder einen starken Konstruktbogen. Und einige Geschichten. Okay, gut. So. Dann weiter Programm. Bruder. Bruder. Das war frech. Das war frech. Okay. Tschüss. Nein, ich will doch nicht mit der starken Waffe jetzt kämpfen. Ich Trottel. Die will ich für Bosse behalten. Hoppala. So. Will ich da mal hochgucken? Zwecks Groggy. Ah, nix, okay. Ich glaube, fast auf dem Weg hier sind keine Crocs versteckt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Was? Och, was war das denn jetzt? Oh, wo starte ich? Wo starten wir? Okay, perfekt. Ach, das Ding ist explodiert. Ah, ja, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, dass das Ding so explodiert. Ich verstehe. Das war wahrscheinlich eine von diesen Bomben. Ja. Das heißt, wenn man die auslöst, schickt die so eine Schockwelle oder sowas raus. Ich verstehe. Oh, hier sind ganz viele von den... Oh! Ja, das ist ja voll praktisch dann. Weil dann können die ja hier mit das Zeug sprengen. Wo, wer schießt und wo?
Und wo wurde geschossen? Man weiß es nicht. Okay, ja. Also hier ist der normale Weg weiter, aber wir können erstmal hier runter gucken. Ach, hier ist einfach nur eine Truhe, okay. Cool, dann ist das optional. Schön. Auch wenn ich sowas noch nicht nutze, aber schön. Okay. Was? Wieso gehst du zurück? Was habe ich jetzt wieder gedrückt? Okay. Haben wir was zum Synthetisieren? Nein. Hä, doch, das Sonanium-Großschwert. Wait a moment. Nee, okay. Ich dachte, ich kann die Bomben vielleicht, aber nein. Ah, dann hat sich das der eine Teil verabschiedet von dem Ding. Okay. Auch interessant. Ja, gut. Hier könnte ich jetzt... Okay, hier muss ich sogar mir eine Art Ballon bauen. Was ist mit der Musik los? Die ist sehr bedrohlich. Aber ich will doch jetzt eigentlich nur darüber. Ja, okay, aber da, ja, ich muss mir was bauen. Ist okay, Spiel, ist okay. Ist ja kein großer Bau. Ist ja wirklich kein großer Bau. Da-di-da. Geh halt in die Mitte. So. Und jetzt können wir aber tatsächlich... Nein. Mann, wieso ist denn das? Wird die Batterie schwach oder was? Das ist doch jetzt, ne? Ist doch funktioniert. Yes. Okay. Fliegen wir eine Runde. Hui. Okay, ich muss ja nur hoch genug kommen, dass ich darüber fliegen kann. Perfekt. So. Sonst ist hier auch nichts Unangenehmes. Abflug. Hui. Ah, schon cool. Ist schon echt cool gemacht. Wir sind gleich ganz oben. Nice. Nice. Ja, oder auch nicht. Ja, es geht. Wir bewegen uns in die Richtung. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, sagen wir es so. Man weiß halt auch nie, auf welcher Insel noch was ist und wo nicht, ne? So, das ist... Das bleibt halt die Sache.
Okay, ich will darüber. Guter Wind. Beschleunigen wir das doch ein bisschen. Oh, noch ein Thron und noch ein Schrein. Geil. Okay. Aha. So hoch bin ich zum ersten Mal. Die Luft hier ist ja richtig eiskalt. Oh nein. Oh nein, wird es jetzt kälter? Dann habe ich ein Problem. Aber dann muss ich den Schrein schnell auslösen und muss mir was Kälteres holen. Also was Wärmeres. Schütze dich, sonst erfrierst du. Ja, scheiße. Okay, warte. Für den ersten Moment... Für den ersten Moment... Einen kleinen Kälteschutz. Aber die ist nur Level 1. Reicht die? Ja, doch, die reicht. Okay, die reicht für den Schrein auszulösen und dann holen wir uns was Wärmeres. Ist okay. Ist okay. Ich hab's ja befürchtet. Ich habe ja befürchtet, dass wir mehr tun müssen. So, aber machen wir erstmal den Schrein. Machen wir erstmal den Schrein. So. Oh, das ist eine Belohnung. Was? Ja, chillig. Dann verliere ich hier drin ja nicht mal meinen Kälteschutz. Ja, cool. Dann gehen wir einfach wieder raus. Ist okay. Jetzt dachte ich so, als Story-Schrein ist das auf jeden Fall ein Schrein, der was beherbergt. Aber dann hat der einfach mal... Hat der einfach hier... Ist okay, gut. Ich hab nichts dagegen. Ich hab zwar nichts gemacht, um hier hinzukommen, weil ich eh durch die Story her musste. Aber ist okay. Finde ich gut. Hält mein Kälteschutz noch. So, weil dann können wir jetzt hier noch hoch. Mal gucken, wie lange wir noch kommen. Wie weit wir noch kommen. Oh, das ist ein größeres Boot. Kann das sein? Oh, muss ich jetzt darüber? Ich bin bereit! Okay. Alter, die Musik, ne? Okay, hier ist wieder ein Boot. Finde ich gut. Oh, jetzt sind wir bei den ganzen Booten, die hier außen rumfahren, ne? Krass. Aber wo will ich jetzt Stück für Stück hin? Darüber. Ah, das ist schon echt krass. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal Stück für Stück hier komplett hoch. Eieiei. Ja. Oder. Okay, hier rüber. Ah, da komme ich auch so hin. Jetzt hier rüber. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, wir sind oben. Kann sein, dass wir oben sind. Oh, schaffe ich das? Ja, doch, sieht gut aus. Sieht gut aus.
Ja, sehr schön. Okay, ich glaube, wir sind ganz oben. Ja. Ich glaube, es geht jetzt nur noch hier rein. Erreichen wir in dem Part noch die Arche? Das wäre ja voll cool. Let's go! Oh, hier ist wieder nicht mehr so kalt. Perfekt, das ist das, was ich wollte. Ja, guck mal, wir sind... Muss ich jetzt von oben rein? Ja, Kälteschutz läuft aus, aber interessiert mich nicht. Ich glaube, ich kann jetzt von oben rein. Ja, da ist die Arche. Oh mein Gott, wie geil. Ja. Wir kommen zur Arche. Windtempel. Das ist jetzt wie die Titanen. Versteht das richtig? Tempel ist jetzt wie die Titanen, oder was? Aber da ist es auch kalt. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, wir müssen erstmal landen. Die Frage wäre jetzt, können wir... Ah, okay. Windtempel EG. Das war es also, was wir von außen in der Riesenwolke sehen konnten. Die Himmelseiche aus dem Kinderlied. Hä? Zelda. Ja, nee, ist klar. Was? Ja. Was sehe ich? Das ist der Beweis, Link. Der Schneesturm, unter dem das Dorf zu leiden hat, kommt von dort. Ach so, war dort nicht auf ein paar Augenblicke noch eine Gestalt zu sehen? Komisch, gerade hatte ich doch genau da jemanden gesehen. Ich hätte schwören können. Okay. Ich kann hier nicht speichern. Das ist nicht gut. Ich dachte, vielleicht kann ich irgendwie irgend so einen Teleport setzen oder sowas. Da ist es, was ich gesucht habe. Okay, ich muss die Dinger bewegen. Ja, ich verstehe. Ich muss die alle zum Drehen bekommen und dann geht es auf. Alles klar. Revali? Geliebter Nachfahre. Ich wusste es. Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Ja. Okay, das ist so wie die Siegel. Das ist so wie die Siegel in den Titanen. Ja, alles klar, kriegen wir hin. Das sehe ich auch so. Okay. Jetzt kann ich speichern. Prima. Wir müssen trotzdem uns um wärmere Sachen kümmern. So ein bisschen zumindest. Beziehungsweise, ich meine, ich habe ja noch einiges an Kältekram. Ne? So ein bisschen was habe ich ja an Kältekram. Hier 8 Minuten 40. 3 Minuten. Machen wir erstmal die 3 Minuten 40 und dann gucken wir mal, wie viel wir in der Zeit schaffen. Okay. Gucken wir uns jetzt mal die Karte an. So. Also, verschiedene Stockwerke. Okay.
Und das sind so die unterschiedlichen. Ah, okay, okay. I see. Ich muss also halt die ganzen Dinger hier öffnen. So, wie die sich hier drehen, das brauche ich überall. Na? Dann geht's hier Stück für Stück weiter. Okay. Ist hier ein Gegner drin? Was ist hier drin? Könnte ein Gegner sein. Nee. Okay, Bogen. Beziehungsweise Bögen. Aber der eine ist ja eh gleich kaputt. Genau, der da nämlich. Dann kann ich die noch auch wegwerfen. Okay. Kann ich das irgendwie bewegen? Ja. Das macht das Tor hier auf. Schön. Ah. Nicht aufgeben! Shish. Ich glaube, es geht los, mein Freund. Ich wollte nicht mit dem angreifen. Mist. Das wollte ich nicht verschwenden eigentlich. Das wollte ich nicht verschwenden. Das war jetzt nicht so gut. Oh, da ist eine Truhe. So. Okay. Aber mehr ist hier jetzt nicht. Ich meine, ich könnte jetzt wieder mit meiner Fähigkeit durch die Wand nach oben, aber ich will mich erstmal ein bisschen auf der Ebene umgucken. Da ist nämlich der nächste Kollege. Okay, da muss ich erst... irgendwas anbringen. Und dann kann ich den drehen. Schön. Sieh nur, Link. Aha. Ist das für eines der Schlösser? Sieht fast aus wie ein Windrädchen. Das kannst du doch bestimmt, Tulin. Ich mach das schon, Link. Das kannst du doch bestimmt anpusten. Jawollo. Dachte ich mir. Und damit ist ein Schloss offen. Sehr schön. Schnell. Ja, wir arbeiten dran. Okay, cool. Gut, das war dann die Geschichte. Also innen drin ist es nicht kalt, nur wenn ich rausgehe, wird es kalt. Ergibt Sinn. So. Dann. Ach, guck mal hier. Scharfe Pilzreisbällchen. Rein damit. Haben wir auch gleich wieder ein bisschen Energie. 4 Minuten, let's go.
Da komme ich so nicht rein aktuell. Komm, dann gehen wir jetzt mal aufs Dach. Gucken mal, ob man von da aus irgendwas erreichen kann. Nein, Mann. Was ist da drin? Könnte eine Truhe sein. Ja, ist ziemlich sicher eine Truhe. Plopp. Mit Holzpfeil. Ach, ich bin blöd. Erstens kann ich von hier aus nach oben. Zweitens hätte ich den Wind nutzen können. Mann! Muss mein Pfeil-Aiming üben. Nice. Sehr schön. Okay. Den muss ich auch auffrieren. Ich höre auch gleich auf. Habe ja schon gesagt. Das ist der letzte Part. Nice. Okay. Ja, der Kollege kann weg. Okay. Ja, das war der Teil. Mehr geht hier gar nicht, ne? Ja. Ich glaube, wir schließen hier mal ab. Ich bin müde. Ich muss ins Bett. Und... Genau. Ich kriege auch gerade kein richtiges Wort mehr raus. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal weiter im Windtempel. Und tschüss.